Wir fordern Sie nochmals auf, Ihre Ansammlung zu beenden. Das ist keine Frage. Wir müssen die Alten schützen, wir müssen die Kranken schützen. Bin ich zu 100% bei denen. Ja, das ist alles in Ordnung. Aber die Verhältnismäßigkeit, die ist einfach nicht gegeben. Ja, wir haben 0,37% sind gefährdet und 99,63% bleiben zu Hause deswegen. Das funktioniert nicht. Wir fahren alles gerade gegen die Wand. Alles. Ich glaube nicht an Corona. Das ist halt einfach so. Ich halte die Maskenpflicht für falsch aus medizinischen Gesichtspunkten, wenn ich dort reinhuste und das Zeug wieder einatme, dann kann das nicht gesund sein. Aus dem Grund bin ich hier. Geht mal googeln, was das Immunsystem alles kann, weil sonst hätten Sie bis jetzt nicht überlebt. Haben Sie das Gefühl, Sie haben nur überlebt wegen den Impfungen? Ich habe ein Immunsystem. Ihre Maske, die Sie tragen, diese Maske trage ich in mir. Das ist mein Immunsystem. Wir haben seit 1960 Corona und das wird wahrscheinlich die normale Grippe sein. Warum soll ich Angst haben? Wo gibt's die Kranken? Wo gibt's die Toten? Jedes Jahr gibt's Kranke und Toten. Ich habe nie Angst gehabt. Warum gerade jetzt dieses Jahr? Warum? Und dann die Zahlen widersprechen sich oft. Also einmal angelogen, immer angelogen. Hört doch endlich auf von dem Scheissdreck da mit Maskenpflicht, mit Kontakttracing und so weiter. Immunsystem stärken und dann haben wir die Pandemie etwa gleich einmal durch. Ich trage keine Maske, ich möchte gesund sein, ich möchte Luft atmen, ich möchte Sonne. Ja, und ich möchte mein Gesicht nicht verstecken. Das hat mir Gott gegeben und das muss jeder anschauen. Das ist ein Virus, den es jedes Jahr gibt, der Covid-Virus. Jedes Jahr im Frühjahr gibt es den. Und es ist ein Grippe-Erkältungsvirus. Aber was die daraus gemacht haben, dieses Monster existiert nicht. Das ist gemacht. Das ist von den Medienpolitikern gemacht, und zwar um Bill Gates seine Scheißimpfung zu verkaufen. Das ist der Sinn dahinter. Wir glauben, dass etwas Mächtiges dahinter steckt und dass es ein wirtschaftlicher Kampf ist, der um die Welt geht. Ein Kampf eigentlich, wo es nur um Macht und Geld geht, aber nicht um die Gesundheit der Menschen. Ich frage mich aber immer als DDR-Bürgerin, wem nützt das? Und da gucke ich mir an, aha, Bill Gates macht also große Impfprogramme, der verdient daran. Bill Gates kriegt hier in den öffentlich-rechtlichen Medien 9 Minuten, um sein Werbeprogramm hier anzupreisen, wird nicht daran gehindert. Dann stellt sich auch noch unsere Staatsratsvorsitzende hin und sagt ganz deutlich, eine Normalität gibt es erst wieder, wenn wir einen Impfstoff haben. Da frage ich mich, was soll das? Das geht nicht um die Masken. Das geht darum, dass diese amerikanischen Großkapitalisten jetzt diese ganzen Firmen aufkaufen, die pleite gehen oder wo die Aktienkurse in den Keller gefallen sind. Die Banken. Es geht um die Banken. Ja? Schon bei der letzten Bankenkrise haben diese amerikanischen Banken wie Rothschild, Rockefeller 400 amerikanische andere Banken übernommen. Und das Gleiche haben sie jetzt wieder. Nur man kann nicht alle 10 Jahre eine Bankenkrise machen. Also haben sie jetzt den Corona gefunden. Ja? Und das Interessante ist ja, dass viele Virologen sagen, der ist gar nicht so gefährlich. Es ist todtraurig, wenn hier 200 Menschen gestorben sind. Das kann ich Ihnen schon sagen. Ja? Aber es geht nur darum, um uns zu verschulden. Und in Deutschland sprechen sie schon davon, die Menschen zu enteignen, die Häuser haben. Darauf läuft das dann hinaus? Das kann es nicht wirklich sein, ja? Sobald man heutzutage irgendwie anderer Meinung ist, als wie es die Regierung vorgibt, ist man automatisch ein rechter Verschwörungstheoretiker mit Aluhut. Und genau das verurteile ich. In einer Demokratie muss es möglich sein, seine Meinung zu äußern und man muss auch angehört werden. Und es muss dann auch diskutiert werden. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl.
Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Ich kann und werde niemals aufgeben, mich für Freiheit, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit einzusetzen. Ich werde mich erheben und ich fordere alle meine Mitbürger und Mitbürgerinnen auf, das Gleiche zu tun, auf die Straße zu gehen und sich erheben. Genau. Wenn wir das nicht endlich machen, dann haben wir keine Möglichkeit mehr. Stopp, Diktatur! Das ist nicht nur Diktatur, das ist NS-Nazi-Zeit und SED und alles zusammen, was an Grausamkeiten da war. Das, was hier jetzt praktiziert wird, ist in meinen Augen das mit das Schlimmste aus der ganzen Welt, was es gibt. Der Mundschutz ist der neue Hitlergruß, weil auch damals sind alle mitgelaufen und haben das gemacht, was die Regierung gemacht hat. Haben im Nachhinein gesagt, ich habe auch gewusst, dass das völlig falsch war. Das ist ein Vergleich und es ist ein pervers treffender Vergleich, was hier läuft. Wir werden von Satanisten hier beherrscht. In der UN? Und sie herrschen mit der Lüge ohne Ende. Also die Kanzlerin ist für Sie eine Satanistin? Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig. Und das wissen Sie da woher? Guckt man in die Bibel rein, was diese Frau macht. Die hat einen Bezug zur geschichtlichen Isabel, wenn man die Bibel kennt. Die wohnte auch direkt vor dem Pergamon-Altar, zu Füßen des Satans. Der Pergamon-Altar war früher Menschenopfer-Altar. Und da wohnt sie direkt. Die hätte auch im Grunewald eine schicke Villa nehmen können. Leute, denkt mal ein bisschen nach, Mann! Die werden verarscht von vorne bis hinten! Jawohl. Es mag sein! Es mag sein, dass vielleicht irgendwas da ist, Virus, was weiß ich! Ich bin ganz anderer Meinung! Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und es ist schief gegangen! Glauben Sie denn, dass es eine Elite gibt, die Kinder entführt? Ja, natürlich gibt es die. Es gibt sogar Eier, die UNICEF ist der Transporteur für die Ganzen. UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Was machen die dann damit? Essen, quälen die, trinken das Blut, wenn sie es vorher gequält haben. Lassen Kinder gegeneinander kämpfen, der Verlierer wird gefressen. Also warum wisst ihr davon nichts? Warum ja, nicht? Doch, damit drehen Sie dir dann. Ja, nee, warum? Nee, aber warum? Nein, damit warum? Nein, warum? Also. Aber also, wenn das nicht ihr macht, dann machen Sie halt eure Vorgesetzten. Aber das ist doch, ich finde das eher ein positives Zeichen, wenn Leute sich kritisch mit dieser Bewegung auseinandersetzen können. Und aber genau das wird dann rausgeschnitten und zum Hauptthema gemacht. Aber das, da unterstellen Sie uns ja jetzt was. Naja, wir. Oder naja, dieser, das, was ich ja anfange. Also, das, was ich ja anfange. Ich das Fernsehen anschalte und solche ja? Berichte gucke. Deswegen habe ich anfangs ich gesagt. Oft stand ich nebendran bei Interviews. Und dann habe ich danach gesehen, was davon wiedergegeben wurde. Und das ist einfach eine Verzerrung von dem, was diese Person ausgesagt was, hat. Was würden Sie denn wollen, was wiedergegeben dass wird? Dass sie einfach objektiv und sachlich genau das berichtet, was vor Ort stattfindet oder was diese Person. Okay, aber wie würde das jetzt in dem Fall aussehen? Wie würde das aussehen, dass man eben, wenn man es schon zusammenschneidet, ein Bild von der Aussage dieser Person auch erschafft und nicht ein Bild, das, wie es vorhin schon so schön gesagt hat, was die Leute sehen und hören sollen. Okay, aber was sollen denn die Leute ihrer Meinung nach sehen und hören? Die Wahrheit.